Hallo ihr Lieben, heute habe ich schon wieder eine Reihenvorstellung für euch und zwar habe ich eine weitere Reihe beendet und ja, das war diese Reihe hier, Das Reich der Sieben Höfe von Sarah J. Maas. Das ist der erste Teil Dornen und Rosen und der dritte Teil Sterne und Finsternis ist ja jetzt erschienen und ich habe den dritten Teil netterweise vom Verlag zur Verfügung gestellt bekommen. Ich zeige ihn euch nochmal. Das ist dieses Schätzchen hier und ja, vielen, vielen Dank an dieser Stelle auch nochmal an den Verlag. Ich habe mich mega gefreut, dass ich das Buch bekommen habe und lesen durfte und jetzt habe ich mich auf dieses Buch gefreut. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie ich mich gefreut habe über dieses Buch, als es hier ankam und ich habe... Ja, ich habe aber trotzdem vorher noch ein anderes Buch gelesen, weil ich Angst hatte, wenn ich dieses Buch lese und dann das andere Buch... Dann finde ich das andere Buch kacke, weil das so gut ist, dass ich danach die Bücher, die ich danach lese, nicht mehr gut finden kann. Kennt ihr das? Also ich habe das echt gemerkt. Ich war, nachdem ich dieses Buch beendet hatte, echt in so einem Blues. Also in so einem, es ist jetzt zu Ende, ich bin mit dem Ende fein und es ist alles schön am Ende. Aber ich hatte so einen Hänger und ich hatte eigentlich keine Lust, ein anderes Buch zu lesen. Aber ich wollte lesen und das war so ein richtiger innerer Zwiespalt für mich. Und ja, Das Reich der Sieben Höfe. Ich würde sagen, wir machen das wie immer so. Ich erzähle euch, worum es im ersten Teil geht. Dann erzähle ich euch, wie mir die drei Teile so gefallen haben. Und dann kommen wir zu einem nicht-spoilerfreien Teil, wo ich nochmal auf alle Bücher genauer eingehe, was mir gefallen hat und was mir vielleicht auch nicht gefallen hat. Und ja, würde ich sagen, so handhaben wir das Ganze jetzt und wir starten jetzt mit dem ersten Teil. In Das Reich der Sieben Höfe geht es auf jeden Fall um Feya. Feya ist unsere Protagonistin in dieser Geschichte und wir lernen sie im ersten Teil kennen. Sie ist ein ganz normales Mädchen, ihre Familie hat nicht viel Geld und sie kämpfen quasi wirklich ums Überleben. Ihr Vater ist ein Krüppel, also er wurde zusammengeschlagen und er hat wirklich starke Probleme mit seinen Beinen und sie haben halt kein Geld, um das behandeln zu lassen. Und ihr Vater war einst ein gut betuchter Kaufmann, der aber alles verloren hat. Und ja, hat halt quasi seine ganze Familie damit hineingezogen in diesen Schlamassel und seine Frau ist verstorben und er lebt jetzt halt mit seinen drei Töchtern in einer kleinen Hütte und die Familie kämpft halt tagtäglich ums Überleben. Und so hat Feya quasi keine andere Wahl, als in den Wald zu gehen und zu jagen. Sie soll das eigentlich nicht machen, weil es im Wald viel, viel zu gefährlich ist, aber wenn sie halt nicht jagen geht und irgendwelche Tiere erlegt, Hasen, Hirsche, irgendwas, dann wird die Familie verhungern. Und so hat Feya sich sehr, sehr früh die Verantwortung für ihre Familie auch mit auf die Schultern gehalst. Und ja, eines Tages ist es so, dass sie im Wald einen Hirsch jagt und merkt, dass nicht nur sie diesen Hirsch jagt, sondern auch ein Wolf. Und das ist ein ziemlich großer Wolf und Feya denkt sich, dass sie mit dem Fell des Wolfes gutes Geld machen kann und schafft es dann auch, den Wolf und den Hirsch zu erlegen. Aber Feya stellt dann zu spät fest, dass dieser Wolf kein gewöhnlicher Wolf war, sondern ein Fey in Wolfsgestalt. Feys sind Wesen, die sehr menschenähnlich sind, also sind menschenähnliche Wesen, so ein bisschen wie ein Elf, würde ich sagen, mit spitzen Ohren und sind halt überdimensional stark und sie haben halt magische Kräfte und sind den Menschen dadurch natürlich auch überlegen. Und Feya hat nun diesen Wolf getötet und ja... hat damit einen schweren, schweren Fehler begangen. Denn kurze Zeit später klopft ein wildes Biest an ihre Tür und will Rache. Will Rache dafür, dass sie diesen Wolf erlegt hat. Und so stellt das Biest sie vor die Wahl. Entweder getötet zu werden oder mit ihm nach Pythrian oder Pythian oder wie auch immer man das Ganze jetzt ausspricht, in das Land der Fee auf jeden Fall zu kommen und dort für immer mit dem Biest zu leben und ihm zu dienen und zu gehorchen und ja, was halt auch immer das Biest dann von ihr will. Und ja... Feya möchte natürlich nicht sterben, deswegen geht sie mit diesem Biest mit und wird dann nach Pythrian, ich weiß nicht, wie sprechen wir es denn aus? Ich sage mal Pythrian. Ich habe es beim Lesen immer Pythrian gesprochen, ich bin in Deutschland. Ich kann das besser aussprechen wie Pythrian oder was auch immer. Ja, also sorry für meine falsche Aussprache, aber wir nennen es jetzt Pythrian, das Land der Fee. Und ja, sie wird dann dort hingebracht an den Frühlingshof. Das Land der Elfen ist in verschiedene Höfe unterteilt. Es gibt den Frühlingshof, es gibt den Sommerhof, den Winterhof, den Herbsthof. Und dann gibt es noch die Tageshöfe, den Morgenhof und den Nachthof. Und es gibt insgesamt 7 Stück davon. Er wird dann an den Frühlingshof gebracht, wo sich herausstellt, dass das Biest nicht einfach nur ein Biest ist, sondern ein High Fae und ein Lord. Und
derjenige, der sie entführt hat, ist quasi der Chef des Frühlingshofes. Und Feyre hat natürlich ziemliche Angst, was jetzt mit ihr passieren wird. Und ist auch sehr, sehr verzweifelt und versucht einfach irgendwie nur wieder nach Hause zu kommen. Aber Feyre merkt dann halt sehr, sehr schnell, dass da noch viel, viel mehr dahinter steckt und dass die Fae ihre Hilfe brauchen. Und was mit Feyre alles passiert, ob sie es schafft, wieder nach Hause zu kommen und was da noch alles dranhängt und warum die Fae ihre Hilfe brauchen und was da nicht alles noch los ist, das ist es, worum es in diesem Buch schlussendlich geht. Und ich muss sagen, von der Handlung her hat mir der erste Teil so gut gefallen. Ich habe damals schon gedacht beim Lesen, boah, ist das cool. Ich mochte die Welt, ich mochte die Charaktere, ich fand das Ganze drum und dran toll. Ich mochte das Setting, ich fand Sarah J. Maas hat diese Höfe super beschrieben, die Welt der Menschen super beschrieben. Feyre war einfach als Protagonistin im ersten Teil so toll und das erste Buch war für mich damals schon rundum perfekt und ich fand es einfach nur richtig, richtig gut. Und ich habe dann am Ende gedacht, oh, wie schön, und was soll denn jetzt noch kommen? Und dann kam der zweite Teil und ja, das, also wir bleiben aber nochmal ganz kurz beim ersten Teil. Also ich kann nur sagen, das Reich der Sieben Höfe hat mir richtig gut gefallen. Es ist ein toller Auftakt für diese wahnsinnig tolle Reihe und der erste Teil ist ein bisschen eine Adaption auf Die Schöne und das Biest. Also man darf hier nicht von einer richtigen Märchenadaption ausgehen, dass man die Geschichte komplett wiedererkennt, das nicht. Aber es sind so einzelne Szenen und einzelne Züge, die diese Geschichte halt an sich hat, was Die Schöne und das Biest betrifft. Und das fand ich ganz, ganz toll und es hat mir richtig gut gefallen. Und ich habe das auch wiedererkannt in diesen Szenen und es war einfach so gut. Es war einfach so richtig, richtig gut. Und ich habe den ersten Teil gelesen und war mit dem Ende rundum zufrieden und habe mir nur so gedacht, oh mein Gott, was wird jetzt vom zweiten Teil kommen und was soll da jetzt noch passieren? Und war dann auf den zweiten Teil umso gespannter. Der zweite Teil Flammen und Finsternis haut quasi alles vom ersten Teil nochmal komplett durcheinander und haut die Geschichte nochmal komplett und stellt die Geschichte vom ersten Teil nochmal komplett auf den Kopf. Und ich wusste damals schon von Sina, was hier im zweiten Teil das große Ding ist und was da passieren wird. Und ich hatte deswegen ein bisschen Angst, dieses Buch zu lesen. Also Sina hat mich nicht versehentlich gespoilert. Ich habe ihr gesagt, sie soll mich spoilern. Ich habe sie da direkt nachgefragt. Und ich hatte dadurch ein bisschen Angst vor der Geschichte, weil ich kein Freund davon bin, dass sowas passiert. Aber Sarah J. Maas hat das hier auf eine so tolle Art und Weise erzählt und so verständlich erzählt und so nachvollziehbar erzählt, dass ich da komplett bei Feyre bin und dass ich das komplett alles nachvollziehen kann und dass ich nur so dachte die ganze Zeit so, ja, es ist so, so ist es, Mädchen, du hast recht, ich fühle mit dir. Und ja, also der zweite Teil hat von der Handlung her nochmal eine ganze Schippe draufgelegt. Die Charaktere waren nochmal um einiges besser wie im ersten Teil. Also ich hätte nicht gedacht, dass Feyre hier im zweiten Teil nochmal so eine Entwicklung machen kann, weil sie ja wirklich von der ersten Seite an schon eine richtig starke Protagonistin ist. Aber die Entwicklung, die sie in dieser Reihe macht, das ist einfach der Hammer, das ist einfach so krass, das ist einfach so toll und so schön, das zu erleben. Und die Nebencharaktere in diesem Buch waren auch einfach wieder so toll. Und ich kann wirklich nur sagen, der zweite Teil hat mich noch viel, viel mehr überzeugt wie der erste. Und es war einfach ein so, so tolles Buch. Und ich würde auch sagen, dass der zweite Teil das Jahreshighlight letztes Jahr von mir war. Wenn ich das jetzt alles nochmal so rückblickend betrachte, was ich letztes Jahr für Bücher gelesen habe, war der zweite Teil schon mit eins der Top-Bücher definitiv, die ich gelesen habe. Also es war einfach ein so tolles Buch und dieser eine Charakter, den wir alle lieben, dessen Namen ich jetzt gerade hier nicht sagen möchte, weil ich jemanden spoilern möchte an dieser Stelle, aber diesen Charakter, den wir alle lieben, oh, es ist so toll, das zu lesen, was da so passiert und es ist einfach eine so tolle Geschichte, tolle Charaktere. Wie gesagt, Feyre macht hier wieder eine unglaubliche Entwicklung durch. Das Setting, diese Höfe wieder, das zu sehen, was da alles, dieses Drum und Dran, das ist einfach so krass, was die Autorin sich hier alles ausgedacht hat. Die Fantasie, die Sarah J. Maas in ihrem Kopf haben muss, das ist so, ey, da ziehe ich echt meinen Hut vor. Das ist so heftig, ey, echt, das ist richtig gut und man kann sich das so toll vorstellen. Sarah J. Maas schafft es da wirklich, Bilder in meinem Kopf zu erschaffen und das schafft sonst nur Frau Armantrout. Also da ziehe ich echt meinen Mut vor. Also Sarah J. Maas hat echt einen ganz tollen, bildgewaltigen Schreibstil und ist einfach so schön. Also tolle Handlung,
Umlenk besser wie im ersten Teil, tolle Charaktere, Umlenk besser wie im ersten Teil, ein wahnsinnig tolles Setting, genauso gut wie im ersten Teil. Und der Schreibstil ist auch einfach wieder grandios, es ist ein absolut toller, leichter Schreibstil, der actiongeladen ist, der spannungsgeladen ist, der romantisch ist, der gefühlvoll ist, der dramatisch ist und ach, es ist einfach alles so toll. Es ist einfach so toll, ich kann nicht aufhören, das zu sagen, dass es einfach so toll ist. Oberhammer, aber damit fangen wir jetzt nicht wieder an mit dem Oberhammer. Ja, also wie gesagt, der zweite Teil toppt den ersten für mich nochmal um Längen. Und ja, damit wären wir dann auch schon beim dritten Teil in dem großen Finale dieser Reihe. Der dritte Teil hat mir auch wieder unglaublich gut gefallen. Sina hatte in ihrer Reihenvorstellung dazu gesagt, dass Sarah J. Maas einem immer Zeit gibt, wieder in die Büchereien zu finden. Und da stimme ich ihr voll und ganz zu. Die Geschichte beginnt nicht jetzt extrem ruhig oder so, aber man wird so langsam wieder in die Geschichte hineingeleitet. Und ich fand gerade den Anfang, wo nochmal diese Rückblende kam mit diesem Brief, der da geschrieben wurde, das fand ich ganz, ganz toll, weil dadurch sind ja die Ereignisse, die am Ende vom zweiten Teil gewesen sind, nochmal aufgegriffen worden. Man hat das alles nochmal ins Gedächtnis gerufen bekommen. Und das fand ich ganz, ganz toll, dass das halt auch nochmal so aufgegriffen wurde. Und man wurde wirklich wieder so ganz langsam in die Welt hineingeführt, zurück zu dem, was war. Man konnte sich so langsam dran erinnern und das fand ich, hat die Autorin ganz, ganz toll gemacht. Bei manchen Reihen ist es ja so, wenn da auch ein bisschen Zeit da dazwischen vergeht oder irgendwas, dann denkt man sich so, wie war das jetzt noch? Und dann geht die Geschichte aber einfach mal komplett weiter. Obwohl 2 Jahre seit dem letzten Buch vergangen sind und du einfach eigentlich keine Ahnung mehr hast, was eigentlich genau jetzt noch passiert ist. Und dann brauchst du das halbe Buch, um wieder reinzufinden. Und so ist es halt bei den Büchern nicht. Du wirst wirklich sanft wieder in die Geschichte gestupst und kannst dich langsam wieder an die Geschichte gewöhnen, an die Charaktere gewöhnen. Und das finde ich ganz, ganz toll. Und das schafft Sarah J. Maas echt richtig, richtig gut. Der dritte Teil einfach mal Fahrt auf und das wird immer spannender und die Ereignisse überschlagen sich. Und dann diese Schlacht am Ende. Am Ende gibt es hier eine riesengroße Schlacht und das spoilere ich euch nicht, wenn ich sage, es gibt hier am Ende eine riesengroße Schlacht und diese Schlacht ist so heftig, die ist so toll beschrieben und das ist so cool, was Sarah J. Maas sich auch hier wieder ausgedacht hat, um halt auch die Schlacht aus allen Blickwinkeln zu beleuchten und ich fand es einfach nur ganz toll und wie gesagt, dieses Ding am Ende, was bei dieser einen Schlacht noch kam, ich habe es so gefeiert, ich habe das ganze Buch gefeiert, also ich komme dann gleich nochmal dazu, was ich genau alles gefeiert habe. Und ja, diese ganze Geschichte war einfach so toll und das Ende war absolut dramatisch, ich hatte Pippi in den Augen. Ich habe echt gelitten mit Fea am Ende und mit allen anderen Charakteren und es war einfach so toll. Ich fand, der dritte Teil war ein toller Abschluss für die Geschichte von Fea. Wir kommen ja in die Welt von Pythrian oder Pyrrhothian zurück. Es gibt ja weitere Teile. Es soll ja noch ein Spin-Off geben. Ich weiß nicht, ob es auch wieder eine Trilogie wird oder wie viele Teile das werden. Und in dieser Spin-Off-Reihe soll es ja um die Nebencharaktere von Das Reich der Sieben Höfe gehen. Und da freue ich mich schon so unglaublich drauf. Aber es kommt jetzt im Mai erstmal noch A Court of Frost and Starlight raus auf Englisch. Das ist nur so ein Übergangsteil, der die Ereignisse vom dritten Teil aufgreift und uns so langsam rüberführt zu den Einzelgeschichten. Und ich finde, gerade nach dem dritten Teil ist hier, was die Nebencharaktere betrifft, so viel offen und so viel Potenzial, da gute Geschichten draus zu machen. Das ist einfach nur richtig, richtig toll. Dieser Übergangsteil hat auch nur 200 Seiten im Englischen, also das ist jetzt wirklich kein dickes Buch. Und ja, ich bin schon sehr gespannt und ich hoffe, dass der Verlag den Teil auch mit übersetzt, auch wenn das jetzt, wie gesagt, nur so ein 200, 300 Seiten Buch ist. Also was heißt nur, ne? Also es gibt ja Bücher, die so dick sind, aber wenn man diesen Oschi hier im Vergleich nimmt mit seinen fast 800 Seiten, ist 200 Seiten da dagegen schon ein bisschen wenig. Also ihr wisst, was ich meine. Aber ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn der Verlag auch diesen Übergangsteil mit übersetzt, weil er gehört einfach für mich zu dieser Geschichte da dazu. Und ja, komplimentiert das Ganze dann natürlich auch wieder. Ich kann nur sagen, dass für mich das Reich der Sieben Höfe die beste Jugend-High-Fantasy-Reihe ist, die ich hier gelesen habe. Also ich kann das jetzt nicht mit anderen High-Fantasy-Reihen vergleichen, was so in Richtung Herr der Ringe oder sowas geht, weil sowas ist nicht meins. Das ist mir zu viel Schlacht, zu viel Kampf, zu wenig Love-Story und das ist halt hier bei dieser Reihe auch noch so ein Punkt, dass die Liebesgeschichte schon sehr weit im Vordergrund steht, aber die ganze Geschichte nicht dominiert und es ist einfach so toll. Es ist einfach so, so toll. Und wie gesagt, es ist einfach die beste Jugend-High-Fantasy-Reihe, die ich hier gelesen habe. Und ich weiß, dass wahrscheinlich keine Geschichte, was Jugend-High-Fantasy betrifft, da jemals rankommen wird. Denn diese Geschichte zu toppen, ich weiß nicht, ob man das überhaupt kann. Leute, wirklich. Ich weiß nicht, ob man das überhaupt kann.
diese krasse, mega gut durchdachte Geschichte zu toppen? Ich weiß es nicht. Ich will es eigentlich auch, glaube ich, gar nicht. Also, ach ja, das Reich der sieben Höfe. Ich kann es euch wirklich nur empfehlen. Jeder, der diese Reihe noch nicht kennt, sollte sie auf jeden Fall lesen. Bevor ihr jetzt aber alle abschaltet, weil ich jetzt zum nicht spoilerfreien Teil komme, ich mache mit der lieben Sina am 14. oder 15. Ich glaube am 15. war das, ist der Sonntag. Wir machen am 15.04. ein Hangout zu Das Reich der sieben Höfe, weil wir beide einfach solche Fans von dieser Reihe sind und wir wollen nochmal in Ruhe darüber quatschen und uns über alle drei Teile auslassen. Also es wird dann ein nicht spoilerfreies Hangout. Das wird dann ein Hangout, wo komplett gespoilert wird, wo wir die komplette Geschichte, wie gesagt, nochmal aufgreifen wollen, über die Charaktere reden wollen. Und ja, wenn ihr Bock darauf habt, dann schaltet am 15.04. ein. Uhrzeit kann ich euch ehrlicherweise gerade gar nicht sagen. Ich glaube, da haben wir uns noch gar nicht festgelegt, aber ich schätze mal, das wird irgendwann so in den Nachmittag reingehen. Ich sage euch auf jeden Fall nochmal Bescheid, wann es genau wird. Und ja, würde mich natürlich freuen, wenn ihr Bock darauf habt und da auf jeden Fall mit einschaltet und wild mit uns schreibt und Fragen stellt und diskutiert und Theorien vielleicht aufstellt für die Spin-off-Reihe und. Und ja, das soll es noch so an dieser Stelle zu der Info gewesen sein. Ich freue mich da schon mega auf das Hangout und da mit Sina einfach mal komplett über alles zu quatschen. Es fällt mir jetzt schon schwer, mit Sina nicht darüber zu sprechen, weil wenn ich jetzt mit Sina alles schon durchkaue, haben wir ja beim Hangout nicht mehr so viel zu erzählen. Deswegen versuche ich jetzt mit Sina dieses Thema komplett auszuklammern und außen vor zu lassen. Und ja, wie gesagt, würde mich freuen, wenn ihr am 15.04. Bock habt und bei dem Hangout mitmacht. So viel zum Hangout, kommen wir jetzt zu dem nicht spoilerfreien Teil und ich möchte jetzt wirklich alle bitten, die diese Reihe noch nicht gelesen haben, schaltet jetzt ab, sonst werdet ihr gespoilert. Und ich möchte jetzt noch zu den Büchern so zwei, drei Sachen sagen, die jetzt halt nicht spoilerfrei sind, Sachen, die mir wirklich gut gefallen haben. Und ich fange mal mit dem ersten Teil an und ich fand im ersten Teil das Ende einfach grandios. Ich fand es toll, dass Faye hier in einen Faye verwandelt wurde und dass sie zurück ins Leben geholt wurde. Und ich fand das Ende vom ersten Teil einfach richtig gut. Ich fand die Prüfungen, die sie bestehen musste, da unter dem Berg, fand ich ganz, ganz toll. Und auch diese Sache mit dem, dass sie nicht lesen kann und dass sie das fast alles gekostet hätte, das fand ich auch so gut gemacht. Und dass auch diese Grausamkeit zu sehen am Ende vom ersten Teil, die diese Amatra oder Amethra oder wie auch immer die alle jetzt hieß, diese Grausamkeit, dass sie, dass Faye auch einfach nicht damit gerechnet hatte, dass sie so grausam ist, ne? Das war auch einfach so ein schockierender Moment, wo diese Claire da oben hing, angekokelt und sie dachte, das wäre halt Faye. Und also das waren so, schon so Schockmomente im ersten Teil für mich, wo ich mir gedacht habe, wow, das ist krass. Aber es passt zur Geschichte und es passt zu diesem Wesen, dieser brutalen Faye. Und ja, ich fand es einfach ganz toll. Ich fand es gut und wie gesagt, ich bin mit dem Ende vom ersten Teil absolut zufrieden gewesen. Ich habe im ersten Teil ehrlicherweise, wo ich das gelesen habe, gedacht, was will denn nur dieser Rysand immer oder Rysand oder wie auch immer man ihn jetzt ausspricht. Bei mir heißt er immer Rysand. Auf jeden Fall, was will der Typ denn nur? Und wo dann da stand, er ist der schönste Mann, den sie je gesehen hat, dachte ich so, nee, ich will jetzt keine Dreiecksbeziehung, verdammte Scheiße, die soll jetzt bei Tamlin bleiben. Ich kann das nicht leiden, wenn sich eine Protagonistin einmal für einen Typen entschieden hat und der ja eigentlich gut zu ihr ist, dass sie den dann verlässt, finde ich doof. Aber das war ja, wie gesagt, das, was ich gesagt hatte im zweiten Teil. Das hat Sarah J. Maas im zweiten Teil so toll gemacht und so verständlich dem Leser auch rübergebracht, dass dass Rysand einfach so viel besser zu ihr passt wie Tamlin. Das war einfach so toll. Das hat Sarah J. Maas, also da ziehe ich echt meinen Hut vor, dass sie das auch bei mir geschafft hat, wo ich eigentlich so ein strenger Gegner davon bin, dass sie mich da so komplett überzeugen konnte. Und Rysand passt einfach so gut zu ihr. Und er ist einfach wirklich ihr Seelengefährte und er ist perfekt und er ist so toll. Und ich muss auch sagen, ich habe im zweiten Teil, ich habe eigentlich das zweite Buch komplett gefeiert. Also ich habe da wirklich von vorne bis hinten das zweite Buch komplett gefeiert. Ich habe es natürlich gerade nicht mehr so im Kopf wie den dritten Teil, aber da gibt es auch einfach so viele Szenen und Stellen im zweiten Teil, die ich einfach so gut fand. Und ach, es war einfach so schön. Ich fand im zweiten Teil die Sache mit der Weberin, fand ich richtig gut. Und natürlich fand ich auch toll diese Sachen, wo Rysand ihr versucht hat, das Schreiben beizubringen. Was er dann geschrieben hat, Rysand ist der Tollste, Rysand ist der Beste, Rysand ist der Schönste. Ich musste das so lachen, das hat so einen tollen Humor in die Geschichte auch gebracht. Und das hat einfach so gut zu seinem Charakter gepasst. Und auch diese Sache, dass er nach außen hin immer so tut, als wäre er der Böse, obwohl er ja eigentlich hier drin ganz toll ist. Und oh, also das war im zweiten Teil einfach das war einfach so krass. Und auch die Nebencharaktere im zweiten Teil. Man lernt die kennen und man schließt sie sofort in ihr Herz, so wie Moore. Also ich habe Moore sofort ins Herz geschlossen und habe gedacht, boah, die ist so toll und die ist so schnuffelig. Und
Die ist so cool und ja, also ich kann nur sagen, dass mir die Charaktere wirklich sehr ans Herz gewachsen sind im zweiten Teil. Also gerade Mor, Azriel, Cassian, Amrin auch. Also Amrin gerade mit ihrer ganzen, ihrer stutenbissigen Art und Weise. Ich habe sie einfach lieben gelernt. Und ich fand es jetzt auch ganz toll im dritten Teil, dass Lucien jetzt hier so ein bisschen mehr Screentime gekriegt hat und dass auch man ihn ein bisschen näher kennengelernt hat. Und ich fand es auch gut, dass im dritten Teil diese ganze Tamlin-Sache wieder ein bisschen entschärft wurde. Also ich würde mich wirklich für Tamlin freuen, wenn er seine Seelengefährtin findet, wenn er mit der glücklich wird und über die ganze Scheiße, die passiert ist, hinwegkommen kann. Er hat ja am Ende vom dritten Teil im Prinzip Fea und Rhysand seinen Segen gegeben und hat gesagt, komm, werdet glücklich und lebt euer Leben. Aber es ist trotzdem immer so ein Schatten über ihm. Und ich würde mich einfach freuen, auch seine Geschichte zu lesen und zu sehen, dass er am Ende vielleicht doch einfach noch sein Glück findet. Denn ich finde, Tamlin ist im Prinzip, er ist ja kein schlechter Fey gewesen. Er hat es ja auf seine Art und Weise auch mit ihr einfach nur gut gemeint, auch wenn es natürlich der falsche Weg war, aber er hat es ja einfach nur aus seiner Sicht gut gemeint und dadurch, dass er halt so ein aufbrausender kleiner Arsch ist, hat es halt natürlich sehr übertrieben, aber ich würde ihm trotzdem sein Glück gönnen. Was ich im dritten Teil auch gut fand, war natürlich die Sache mit Iante. Ich weiß nicht, wie man diese Priesterin ausspricht. Ich mochte die Alte ja überhaupt nicht. Ne? Ich hätte die im zweiten Teil schon vor die Wand klatschen können. Und dann, wo sie ihr diese Hand zertrümmert hat, das war so cool. Ich habe echt gedacht, gib es ihr, zahl es ihr heim, was sie alles getan hat, diese dumme Kuh. Und dann hat sie noch den Prinzen und die Prinzessin erledigt. Das war so toll gemacht und Fair hat einfach mal gezeigt, was sie kann und hat halt voll Kick-Ass alle abgemetzelt und sich und Lucien gerettet. Und ach, es war einfach so eine tolle Stelle in dem Buch. Und es war auch, denke ich mal, ein Wendepunkt in der Geschichte ja auf jeden Fall, denn sie hatte Tamlin wieder verlassen und ist nach Hause zurückgegangen. Und diese Rückkehr zu lesen nach Hause, wo sie dann wieder auf Rhysand trifft, das war einfach, ach, das ist mir das Herz aufgegangen, Leute. Das ist mir echt das Herz aufgegangen. Da habe ich gedacht, oh, wie schön, sie ist wieder zu Hause, sie ist wieder bei ihren Freunden und ach, jetzt wird alles gut. Ich habe da echt hier gesessen und habe mich echt gefreut, wie so ein Schnitzel. Und das zeigt mir aber auch wirklich wieder, dass Sarah J. Maas schreiben kann, denn sie weckt bei mir einfach Gefühle, sie weckt bei mir Wut und Trauer und Freude und also ich durchlebe bei ihren Büchern echt alles und das zeigt mir immer mehr, dass die Frau es einfach drauf hat. Und was ich im dritten Teil auch hart gefeiert habe, war Cassian und Nesta. Also ich habe die beiden, ich hoffe, die sind die Ersten, die ihre Geschichte bekommen. Also ich hoffe, dass die beiden ihre Geschichte bekommen. Ich hoffe, dass Amrin glücklich wird. Ich hoffe, dass Elaine und Lucien einen Weg finden vielleicht zueinander oder vielleicht auch nicht. Ich möchte, dass Azriel glücklich ist und ich möchte auch, dass Mor ihre Geschichte bekommt und am Ende glücklich wird. Denn gerade das, was am Ende rausgekommen ist, wo sie dieses ehrliche Gespräch mit Feya geführt hat, ich konnte es auf der einen Seite verstehen, dass sie so gehandelt hat und auf der anderen Seite dachte ich mir, du bist schon ganz schön gemein. Du lässt ihn 500 Jahre lang in dem Glauben, du könntest dich vielleicht eines Tages in ihn verlieben, obwohl du weißt, dass es nie passieren wird. Das fand ich schon ganz schön scheiße von ihr, obwohl ich es einerseits auch verstehen kann. Aber da tat mir Azriel in dem Moment einfach nur leid und ich hoffe wirklich, dass er auch noch irgendwie sein Glück findet. Und ich möchte, dass jeder von diesen Leuten sein Happy End bekommt und ich möchte davon jedem eine Geschichte haben und ich, wie gesagt, weiß zu dieser Spin-Off-Reihe noch nichts Näheres. Wenn ihr schon was wisst, schreibt es mir gerne unten in die Kommentare, aber ich freue mich da auf jeden Fall drauf. Und was wollte ich denn jetzt eigentlich erzählen? Jetzt habe ich den Faden verloren. Ich fand es in dem Buch auch gut, dass mein Faden ist weg. Ach ja, Cassian und Nesta, ich habe die zwei echt hart gefeiert. Also immer wenn die aufeinander getroffen sind, dachte ich so, das wird jetzt gut, das wird jetzt gut, das wird jetzt gut. Und ja, auch das Ende, diese Schlacht, das war einfach so toll und das war einfach so wow und das war einfach so heftig. Und wie sie dann durch den Kessel das alles gesehen hat und wie das beschrieben wurde, wo Rhysand so aus sich raus explodiert ist und sein wahres Ich gezeigt hat und der vom Helion vom Morgenhof auch. Und das war so, wow, das war so krass und das war so, wow. Ich saß dann echt hier und dachte so, wow, geil, krasse Scheiße. Und wo dann ihr Vater ankam mit den Menschen und mit den anderen. Und das war einfach so, das war einfach so ein Moment, wo ich dachte so, oh mein Gott, das ist so gut, das ist so gut. Ich habe echt hier gesessen, ich hab das gelesen, wo ich alleine zu Hause war, Gott sei Dank. Und ich habe echt hier gesessen und gedacht, das ist so gut, es ist so gut, es ist so gut und es wird immer besser. Und ich hatte am Ende mit Amrin
wo sie dann quasi befreit wurde durch den Kessel, habe ich echt gedacht, so scheiße, das war's jetzt mit Amren. Und ich will das nicht, die ist doch so ein cooler Charakter. Und wo sie dann, wo Ryze dann am Ende sagt, holt sie aus dem Kessel raus, dachte ich so, oh, wie cool ist das denn, sie lebt doch noch. Und das sind einfach so Sachen, die in diesem Buch drin vorkommen, die ich einfach echt extrem feiere. Also ich könnte hier eine unendliche Liste machen, was mir in den Büchern alles gefallen hat, aber dann wird es sowieso noch länger. Ich glaube, das wird eh schon eine halbe Stunde lang. Und ja, ich feiere diese Reihe einfach total und ich finde sie einfach so toll und ich liebe sie. Und ich kann nicht verstehen, dass Menschen wahrscheinlich, gibt es überhaupt jemanden, der diese Reihe nicht mag? Ich weiß es nicht. Aber wenn, kann ich es nicht verstehen, denn die Reihe ist einfach so unglaublich gut. So, so gut. Um jetzt aber hier mal zum Ende zu kommen, ich könnte jetzt hier noch 5 Stunden weiterreden. Wir machen das dann beim Hangout. Und ja, ich kann nur sagen, es reicht ja 7 Höfe, die beste Jugendbuch-High-Fantasy-Reihe, die ich hier gelesen habe. Und ich feiere sie total und ich bin happy mit dem Ende. Ich bin da sehr zufrieden und freue mich auf die Spin-Off-Reihe, die noch kommt. Und ja, mehr gibt es an dieser Stelle nicht zu sagen. Wie immer gilt, wenn ihr die Bücher kennt und schon gelesen habt, eure Meinung gerne unten in die Kommentare und bitte spoilerfrei bleiben und lieber ein bisschen Platz lassen mitschreiben. Und ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.